wieder unterwegs, unverkennbar, und zwar zu einer Hochzeitsfeier nach Ahlerstedt. Eine Hochzeitsfeier in Ahlerstedt. Die Kinder sind mit dabei. Hallo Kinder, einmal winken. Winken mal nicht so. Wo wollen die beiden denn jetzt hin? So, angekommen sind wir erstmal. Oh, hier ist richtig Landluft, würde ich sagen. Ist man als Städter nicht so gewohnt. Die Kinder marschieren gleich schon mal auf den Fußballplatz. Was denn? Wenn es einen Balkon gibt, will ich einen Balkon. Ne, wir gucken nacheinander. Nehmen wir das hier? Ja, nehmen wir. Mir ist es egal, das ist ein bisschen größer, ne? Wollen wir so ein paar Bitches einladen? Ja. Die Chefs haben schon mal ihren Platz eingenommen. So, wir haben jetzt unser Zimmer, es ist alles gereinigt, wir konnten jetzt also rein. Machen wir mal eine winzig kleine Roomtour. Hier ist die Eingangstür, dann Garderobe, Schrank, Mann, ja, der gehört aber nicht zum Inventar. Hier auf der rechten Seite haben wir gleich das Bad. Mal einen kleinen Blick reinwerfen. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ziemlich groß sogar. Hier auch große Dusche. Entspricht jetzt vom Design her nicht unbedingt meinem Geschmack, aber völlig ausreichend. Dann geht es hier weiter. Einmal Spiegel. Und dann hier die Betten. Kleinen Schreibtisch. Kleinen Fernseher, winzig kleinen Fernseher, aber wir sind ja nicht zum Fernsehgucken hier, Gott sei Dank. Kleiner Tisch, kleiner Sessel, ist eigentlich wirklich ganz nett. Also es ist nicht so besonders hell, das Zimmer. Die Kinder hatten natürlich Glück. Die haben dann gleich sich von beiden Zimmern eins ausgesucht und haben dann das hier rechts neben uns, links neben uns. Die haben natürlich dann zwei Fenster und eine größere Sitzecke und ein Sofa. Aber eigentlich ist es echt okay. Thank you.
danke, danke. Bist du hergekommen? Ja, alles rein, so ganz Sushi. Super. Alles Sushi, alles so wie geplant. Sehr gut, na? Na? Danke. Guten Morgen, Jonas. Ah, na? Na, wo willst du denn noch hin? Noch ein bisschen. Oh. Ich steige Nacken, ey. Ich weiß, ich kann jetzt hier noch stehen bleiben. Oh, wir uns möchten auch noch mal so einen kleinen Stück. Außerdem finde ich die Konstruktion einfach ziemlich cool. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Es regnet in Strömen. Wir können froh sein, dass gestern so gutes Wetter war und dass wir also auch viel draußen sein konnten und so. Jetzt sieht das irgendwie alles ein bisschen sehr grau in grau aus. Ich zeige euch das mal. So weit müssen wir noch fahren. 108 Kilometer sind wir zu Hause. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für diesen kleinen norddeutschen Hochzeitseinblick. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzusehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!